Mehr Tierwohl und weniger Emissionen müssen kein Widerspruch sein. Mit dem Projekt Salut – saubere Luft in der Tierhaltung erforscht die HBLFA Raumberg-Gumpenstein unter anderem die Auswirkungen einer Kot-Harn-Trennung auf die Luftqualität. Landwirt Praxistipp. Der Projektstall befindet sich in der Südsteiermark. Hier verarbeitet und vermarktet Josef Neuhold jährlich Fleisch von rund 2700 Schlachtschweinen. Mit dem neuen emissionsarmen Tierwohlstall sollen die stetig wachsenden Ansprüche der Kunden erfüllt werden. Wir haben zuerst ein anderes Stallprojekt geplant gehabt. Dann haben wir von Tierschützer und Anrainer Einsprüche gehabt und haben wir das nicht umsetzen können. Und dann sind wir über die Firma Schauer zu diesem Stallprojekt gekommen, wo wir eigentlich sehr froh sind, weil wir als Direktvermarkter genau sowas brauchen. Und der Konsument, das ist schon, der will wissen, halt, wo kommt das Fleisch her, was kriegen die Tiere zum Fressen. Und das große Schwerpunkt ist, wie werden die Tiere gehalten. Und genau das erfüllt jetzt der Stall. Der Stall wurde nach dem Natureline-Konzept errichtet. Die Schweine können drei Funktionsbereiche nutzen. Herzstück ist die Trennung von Kot und Harn. So sollen die Freisetzung von Ammoniak von vornherein vermieden und Abluftreinigungsanlagen erst gar nicht nötig werden. Also wir müssen hier aktuell im Tierbereich bei diesen tieferen Temperaturen 0 ppm Ammoniak, auch im sogenannten Bewegungs- und Kotbereich. Wir gehen davon aus, dass das leicht erhöht wird in Richtung der Sommermonate, weil sich die Ammoniakemissionen noch oben entwickeln, je wärmer es wird. Unter dem Spaltenboden im Kotbereich befindet sich eine Betonfläche mit einem Gefälle zur Mitte. Der Urin rinnt über eine Harnrinne ab und wird in einem Harnlager gesammelt. Der Kot bleibt am Beton zurück und wird mit einem Schrapper in einen Auffangbehälter geschoben. Bis jetzt war die größte Herausforderung, Tierwohl zu vereinen mit wenigen Emissionen. Bisherige Außenklimasysteme waren eigentlich negativ behaftet von der Diskussion her, waren sehr, sehr viel schwieriger im Bauverfahren durchzubringen. Und dieses neue System hier, das hier versucht wird zu untersuchen und zu etablieren, beinhaltet eigentlich alle Maßnahmen, die derzeit in der Literatur und in der Wissenschaft bekannt sind im Hinblick auf eine Emissionsreduktion. An den Kotbereich schließt der Aktivitätsbereich an. Hier können die Schweine fressen. Neben herkömmlichem Futter bietet Neuhold seinen Tieren auch Kräuterpellets an. Im Innenbereich befinden sich planbefestigte Liegeflächen mit einer Bodenheizung, die regelmäßig mit Stroh eingestreut werden. Das macht den Schweinen sichtlich Spaß. Um die Staubbelastung zu reduzieren, wird das Stroh zuvor entstaubt und zerkleinert. Zusätzlich wird noch eine Hochdruckvernebelungsanlage installiert. Um das Problem von verkoteten Liegeflächen erst gar nicht entstehen zu lassen, wurde ein Coolpad eingebaut, das die Zuluft im Sommer kühlt. Diese strömt über einen Kanal unter dem Kontrollgang in den Liegebereich. Also von den Emissionen her geht es natürlich um die Geruchsthematik, aber insbesondere geht es zusätzlich um die Schad- bzw. Fremdgase Ammoniak. Wie ist der CO2-Gehalt in der Luft? Wie schaut es mit Feinstaub aus? Wie ist das Lärmverhalten dieses Stalles und da die Bewirtschaftung, die damit verbunden ist? Also im Prinzip alles umfassend und das soll ein bisschen wegweisend sein für künftige neue Stallsysteme, dass wenn sich dann die Landwirte dazu entschließen, sowas zu bauen, dass man im Bauverfahren dann alle Werte dann bereits zur Verfügung hat, die notwendig sind. Gute 2 Millionen Euro hat der Tierwohlstall mit 850 Mastplätzen von der Erschließung bis zur Fertigstellung gekostet. Die Mehrkosten will Neuhold über die Direktvermarktung abfangen. Wir sind schon sehr glücklich, dass wir das jetzt umgesetzt haben, weil es der Konsument also haben will und das Tierwohl im Vordergrund stehen wird in Zukunft.